Kampfläufer sind die ultimativen Fortbewegungsmittel. Kolossale Kriegswaffen, die auf Beinen stehen, wie grimmige Metallbestien. Kampfläufer sind das Herz der Bodenkriegsmaschinerie des Imperiums. Kaum etwas jagt den Feinden des Imperiums mehr Angst ein. Einer der bedrohlichsten Kampfläufer ist der AT-AT. Er ist so hoch wie ein Gebäude und kann einen ganzen Zug Sturmtruppen transportieren. Er ist so robust, dass er die gegnerischen Linien einfach durchbricht. Und so mächtig, dass er sogar stark gepanzerte Strukturen zerstören kann. Die größere Variante, der AT-ACT, kann riesige Mengen Nutzlast transportieren. Brauchst du Beweglichkeit? Der AT-ST ist kleiner und leichter zu manövrieren. All diese Kampfläufer entstanden aus den Kampfläufern, die die Republik in den Klonkriegen benutzte. Der sechsbeinige AT-TE und der AT-RT. Die grausame Erste Ordnung verbesserte den AT-AT in den noch mächtigeren AT-M6. Benannt nach der tödlichen Megakaliber-6-Kanone auf seinem Kopf. Kraft oder Beweglichkeit? Was würdest du wählen?